Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Okidoki, machen wir das. Da hinten. Da ist kein Schnee wirklich drin. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Ich möchte ja auch, dass Leute so. Ich möchte auch nicht, dass hier einer bei Schlafen zuguckt. Lass mal wegmachen. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Ja, und wie? Wie kann ich das sehen? Die ist schlau. Ich sag mir auch nicht, wie ich das sehen kann. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Ah, echt? Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Ende. Felsen hat sie gesagt. Erhöhen Sie Ihre Hände. Bei Abwehr natürlich. Hallo, ich will zurückgehen machen. Hey.
Mindmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Schnee und Felsen. Ja, aber dann bin ich doch... Ja. Ach, Felsen habe ich hier nichts. Jetzt habe ich Felsen genommen. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Problem. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Jo. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ja. Aber ich sehe das gerade nicht. Ernährung. Ja.
Boah, Alter. Was ist jetzt los hier? Wohl finden. Wow, weg. Ja, ich hab da schon hingeschickt, Mensch. Das Tierkollege, das irgendwie gebannt ist hier. Thank you.
Ich bin ein bisschen
kann ich das nicht anderen nicht anklicken, wenn ich das haben will. Hört noch mal. Boah. Reinmache, dann wird es immer weniger verarschen. Thank you.
Okay, ich würde erstmal sagen, wir beenden diese Folge damit und wir sehen uns bei der nächsten. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, über einen Kommentar und über ein Like würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.